Wow, ich wollte mich gar nicht anschleichen. Ihr Commander hat gesagt, sie könnten uns das Tal zeigen. Zeke, ich will nicht mit dem Alien reden. Mach du das. Ryder hat einen Namen. Sie haben ihm einen Namen gegeben? Wie hält man die überhaupt auseinander? Bei den Sternbeniska. Sei einfach still. Ja, wir können Ihnen das Tal zeigen. Wonach suchen Sie? Ich bin hier, um Ihrem Volk zu helfen. Kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht? Wir haben Berichte aus Hijara, dass dort jemand versucht, eine entführte Familie zu retten. Sehen Sie die roten Lichter? Dort ist es. Wenn Sie helfen wollen, wie der Commander sagt, könnten Sie dort anfangen. Sonst noch was? Diese roten Lichter, Sie sagten, das ist Hijara? Ja, die Hijara-Station. Einer der Dara im Tal. Eine kleine Gemeinschaft, größtenteils Wissenschaftler. Die Leute dort brauchen vielleicht Hilfe, falls sie das nicht bereits überprüft haben. Wie kann hier draußen irgendjemand leben? Warum überrascht Sie das? Wir haben uns dem Wetter angepasst. Diese Lichter sind doch verdächtig. Greifen die Cat sie nicht an? Daran haben wir uns auch angepasst. Die Cat wollen uns lebend. Also kämpfen wir bis zum Tod. Das scheint sie abzuhalten. Was ist das für eine Alien-Anlage da drüben auf dem Berg? Das ist die Cat-Einsatzzentrale. Wir beobachten sie ständig. Welche Aufgabe hat sie? Sie kontrolliert die Operationen der Cat auf dem gesamten Planeten. Ständig kommen und gehen Schiffe. Ich bin dort persönlich auf den Präfekten gestoßen. Die fieseste, mutterlose Vessan, die ich je gesehen habe. Sogar die Cat hatten Angst vor ihr. Wir wissen allerdings kaum etwas über sie. Kennen Sie Stätten oder Ruinen der Relikte? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zeke, liest du eigentlich jemals die täglichen Meldungen? Nein, wenn ich irgendwas wissen muss, sagst du es mir schon. Und wo sind sie? Hohe Lichter, irgendwo zu ihrer rechten Seite. Gut, dann wissen wir soweit alles, auch wenn die gute Dame da jetzt nicht unbedingt nett war. Dann will ich sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut, und benehmen Sie sich. Wir beobachten Sie. Ja, komm. Tempest, wir brauchen den Nomad. Meine Position. Errichte Aufklärungsposten. Viel Glück, cool. Ryder. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Boah, cool sieht das aus. Einfach geil. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie ihrem NAV-System hinzugefügt. Umweltkontrolle. Okay, Sam. Was hält Vault für uns bereit? Die Cat-Aktivität scheint sich um diesen großen zentralen Kommandoposten herum zu konzentrieren. Laut Information des Widerstands koordiniert die Basis alle militärischen Aktionen der Cat auf Vault. Und wenn wir sie ausschalten, sind ihre Operationen lahmgelegt. Theoretisch ja. Aber angesichts der Probleme, die der Angara-Widerstand bei der Infiltration der Basis hatte, dürfte das keine leichte Aufgabe werden. Ich empfehle ein vorsichtigeres Vorgehen, das mit der Untersuchung kleinerer Cat-Anlagen beginnt. Irgendwelche Vorschläge, wie ich mich mit Aphra gutstellen kann? Die Nachrichten des Widerstands deuten darauf hin, dass jemand in Hijara Hilfe benötigt. Wir könnten Techix besuchen, einen größeren und etablierteren Dar der Angara in der Nähe. Klingt gut. Danke, Sam. Pathfinder. Die Temperatur auf Vault liegt überall weit unter dem Gefrierpunkt. In manchen Gebieten ist es sogar noch unwirtlicher. Das macht den Einsatz des Nomad unbedingt erforderlich. Ich rate von längeren Aufenthalten in der Kälte dringend ab. Verstanden. Nicht den Wagen schrotten. Unsere Scans haben Monolithe der Relikte geortet, was die Anwesenheit eines Gewölbes naheliegt. Und das heißt, wir können diesen Eiswürfel vielleicht zum Schmelzen bringen. Okay. Damit ist klar, was wir zu tun haben. Legen wir los. Jawohl, legen wir los. Soweit alles klar. Boah, der Nomad ist auch cool, der ist mit dem Eis belegt. Nur leider sehen wir jetzt den Skin gar nicht so richtig, aber egal. Halb so wild. Wir schauen jetzt erstmal auf der Mappus. Okay, das ist die Map hier auf dem Planeten für uns. Jo, das ist schon wieder ein bisschen was, ne? Das ist ein bisschen was. Priorisiert zur Operation an vorderster Front nach Hijar reisen. Okay, zurück. Verbindung zu Beziehungen. Ian Costa.
Volt als Außenposten prüfen. Okay. Helios-Aufgaben. Volt. Laut einem Datenpad. Achso, das ist das. Zusätzliche Aufgaben. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf Volt nach Hydra, oder was? Scheint mir so. Die von Cat gefangen genommen wurden. Irgendjemand in Hydra könnte vielleicht mal... Ups. Ja. Okay, und wo ist das jetzt? Aha, da unten. Boah. Folgen Sie den Lichtern, Ryder. Vertrauen Sie mir. Ja, ich... Das macht immer mehr Spaß. Folge den Lichtern. Wow. Hierher? Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft damit. Das Schlimmste haben wir überstanden. Ab jetzt sollte die Temperatur erträglich sein. Oh. Wir sind nicht allein. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, dass wir nicht alleine sind. So, erstmal das Feuer hier. Okay. Ah. Ich habe auch schon mal besser gekämpft. Ah, der Wallhack stimmt. Geil. Komm hoch, Junge. Komm hoch. Boah, im Lauf. Geil. Okay, testen wir mal. Okay, das geht auf jeden Fall ab. Das ist ziemlich cool. Boah, geil. Ich brauche Hilfe. Echt richtig cool, Mann. Wer braucht denn hier Hilfe? Du? Wir haben doch hier alles klar gemacht. Boah, das war echt cool. Also mit diesem, dieser Sturmangriff, der ist schon ziemlich nice. Gott, sie wären fast an mir vorbeigekommen. Ganz ruhig. Wie geht's Ihnen? Besser, jetzt wo diese Cat tot sind. Ach, ich dachte, ich könnte sie auf den anderen Weg locken. Wenn sie nicht gekommen wären, wären sie jetzt auf halbem Weg zu unserem Lager. Ja, hast du mal gut verkackt. Wie schwer sind sie verletzt? Schaffen sie es zurück? Es wird witzig aussehen, aber ich kann gehen. Und ich kenne einen Geheimweg zum Lager. Gerade breit genug für eine Person. Ich komme schneller zurück als ihr Rover. Haben die Cat den Widerstand bis hierher verfolgt? Nein, nein. Die Mistkerle haben einen Signalblitz gesehen und waren zu stur, ihn zu ignorieren. Sie haben ihnen keine Zeit gegeben, Meldung zu machen. Ihre Vorgesetzten wissen nur, dass sie in einem Schneesturm verschollen sind. Was machen Sie hier draußen? Ich bin nur eine Späherin. Ich soll dafür sorgen, dass die Cats sich hier draußen verirren und nie mehr zurückfinden. Aber sie waren besser vorbereitet als erwartet. Ich war unvorsichtig. Tja, warst du unvorsichtig. Hast du nicht gut gemacht, deinen Job hier. Weiter. Los, los. Ich schiebe noch die Kettleichen von der Klippe, bevor ich zurückgehe. Naja, mach das. Wir können nichts looten. Ich glaube, nein. Ah, Nomad. Pjup. Cool, Mann. Oh, Moment, hier geht Bergbau. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah ja, ich habe gerade Dings bekommen. Ressourcen bekommen, cool. So, mal gerade auf die Map luren. Wir sind jetzt da oben, müssen da hin. Ja, krasser Scheiß. Moment. Können wir nicht auch einfach hier durch? Ne, sieht nicht so aus. Das müsste
der Weg sein. Das war ganz schön weit. Hallo, das ist ja mega weit. Okay. Und das in der Mitte ist Eis. Ach so, das war ein See. Naja, ich würde sagen. So, was geht denn hier ab auf dem See? In dem Lager dort vorne halten sich Cat-Lebensformen auf Pathfinder. Das habe ich mir fast gedacht. Die machen wir klar. Die machen wir sowas von klar. Okay. Da oben ist sowas wie ein Raptor oder so. Können wir zufällig von hier aus... Nee, schade. Ich hatte gehofft, vielleicht sowas wie ein explosives Fass zu sehen. Da. Freunde! Doch nicht? Ach was. Ach scheiße. Ja, ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Natürlich. Na kommt hoch, ihr Affen. Hahaha. Wo sind sie? Da ist Nummer 1. Ups. Und du noch. Wie, hä? Wenn man auf die schießt, werden, verdoppeln die sich. Was? Ne, da waren wohl einfach nur 3. Oh, ist das geil, ey. Wow, wo kommt er denn her? Bam! Boah, ist das geil. Ach krass. Sag bloß, man kann, wenn der so brennt und dann den Sturmangriff da drauf macht, so eine riesen Feuerexplosion machen. Innerhalb des Toleranzbereichs. Das wäre ja schon ganz schön krass. Kettewälter, ja, diese Spackos, ey. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ja, Sammy Boy, komm. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, ist nichts mehr scannable. Was haben wir hier noch? Element Zero. Kann man das irgendwie mitnehmen oder so? Nee. Okay, sonst ist hier nichts. Dann zurück zum Nomad. Na, komm. Steuerung, Steuerung. Ich drücke Steuerung. Danke. Lauf, Junge, lauf. Na cool, auf dem Eis fährt der auch anders. Und mit Allrad? So. Viel griffiger, aber immer noch ein bisschen schwummig. Cool. Ich habe großen Respekt vor den Agaha. So wie sie kämpfen. Fast wie Krogana. Ja, ist das so? Nein, ich wollte da hoch. Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte. Möglicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Da. Ja. Okay, die nehmen wir mit. Alles mitnehmen unterwegs hier. Okay, hier sind die Kollegen. Ja. Na?
Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht hier. Na komm, gehen wir mal ein bisschen ran. Oh, der Drake, der rastet da voll aus. Boah, so weit geht das? Alter, meinst du nicht, dass ein bisschen OP BioWare? Krass. Jei. So weit geht das, Alter. Krass. Das sieht nach Kettbergungsgut aus. Seien Sie vorsichtig, Ryder. Wo? Ich sehe nichts. Ist doch nichts Interessantes irgendwie. Ein Behälter. Vielleicht müssen wir da hoch. Sieht nicht so aus. Verrückt. Das ist ja unglaublich, wie das so gar nichts gebracht hat. Wie kann das sein? So eine Scheiße. Das hier vielleicht? Nee, gar nichts kann man hier machen. Na gut, komm. Flupp, flupp, flupp. Wo müssen wir hin? Hier? Ah, cool. Wir sind quasi schon da, wenn wir jetzt da hochfahren. Okay, sehr gut. Ich will hier mal gerade Munition aufnehmen. Ich ordne ein andaranisches Datengerät, das ein niederfrequentes Leitsignal aussendet. Oh. Es wurde absichtlich zurückgelassen. Das meinte er mit seiner, sie lassen ihre Leute nur dann und dann zurück. Lesen wir mal das Datenpad. Das Ende naht. Das war viel, du. Wir haben die Schlechter bis hierher verfolgt, in dem Wissen, dass sie uns erwarten würden. Der Hinterhalt der Kett war keine Überraschung, aber unser Zorn war größer, als sie verkraften konnten. Wir haben über die Hälfte ihrer verbliebenen Soldaten getötet, bis der Anführer und seine Leibwache die Flucht antraten. Der Feind wird nicht weit kommen, dafür werden wir sorgen. Wir schulden es den Familien von Dahilast, meiner Freundin Maya und den treuen Streitern, die hier gefallen sind. Vielleicht wird niemand diese Nachricht finden, aber falls unsere Zelle das letzte Gefecht nicht überstehen sollte, dann muss jemand erfahren, was passiert ist und warum. Alle sollen sich an die Helden des Widerstands erinnern, die ihr Leben gaben, um diesen Kampf zu gewinnen. Latavro, Nokav Oves und Stigan Jadar. Wir werden ihre Namen auf unseren Lippen tragen und dafür sorgen, dass sie das Letzte sind, was unsere Feinde hören. Was unser Feind hören wird. Was unsere Feinde hören werden. Gre de Vorisik. Die haben ja tolle Namen hier. Ja, krass. Okay. Ganz interessant. Boah, auf dem Eis, das macht mega Laune. Okay, ja, hier sind die roten Lichter. Da sollten wir hin. Das hat uns der nette Herr da oben eben gesagt. Da hinten ist, glaube ich, auch was von den Cat. Sieht zumindest so aus. Hä? Ich soll hier scannen, oder was? Irgendwo hier? Ach so, ich glaube,
Ja, das wurde einfach nur angezeigt. Das ist eine Forschungsstation, die sich hauptsächlich mit der Geologie von Vault beschäftigt. Sehen wir nach, ob hier jemand Hilfe braucht. Okay, wo ist denn hier unser Nomad-Anforderding da unten? Ja, jetzt sind wir voll weit von dem Nomad weg. Naja, naja. Soweit ich weiß, bohren die Forscher hier in das Eis, um es zu untersuchen. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Hier gibt's überall Eis. Und trotzdem machen sie so ein Spektakel. Wir können nicht einfach eine ganze Kettbasis anfangen. Was ist so besonders daran? Lebenserhaltung wiederhergestellt. Er war dein bester Freund. Nein, ich sage nur, dass wir darüber nachdenken müssen. Wir sollten Baxel kontaktieren und einen ordentlichen Plan machen. Bis du mit dem Denken fertig bist, könnten sie tot sein oder Schlimmeres. Ja, das wollen wir doch nicht. Sie sind das Alien, von dem die Leute reden. Einige sagen, wir können ihnen nicht trauen. Aber wenn sie hier sind, um gegen die Cat zu kämpfen, ist das für mich völlig ausreichend. Ich weiß, dein Vertrauen zu würdigen. Die Cat töten unsere Leute. Sie verschleppen unsere Familien und wir sehen sie nie wieder. Jeder, der gegen sie kämpft, muss besser sein als sie. Also werden sie gegen sie kämpfen. Ich weiß, wo das Arbeitslager ist, in das sie meinen Onkel gebracht haben.